Domain davor, ein Tavel. Wenn Tavel draufsteht, ist immer Rosé drin. Ne? Das ist eine Appellation im Süden Frankreichs, in der Côte d'Iron. Und reine Rosé-Appellation. Richtig tolles Weingut, alles in Bio-Qualität. Der Tavel, sehr intensiver Rosé, Grenache, Syrah, Saison, die typischen Rebsorten. Richtig, richtig viel Power, aber trotzdem ganz weich, sehr intensiv, aromatisch, hat so ein bisschen, für mich immer so eine Erdbeersahne, Himbeer, ganz tolle Frucht, ein bisschen Wildkräuter. Richtig toller Essensbegleiter, schmeckt auch im Winter, schmeckt bei Regen, schmeckt bei Sonne. Richtig, richtig toller Rosé. Bisschen so die Vorstufe zu einem Rotwein, weil er ist schon sehr intensiv. Aber er macht wirklich, trotz seinen 14%, die er hat, macht er wirklich viel Spaß. Das ist jetzt noch der 20er Jahrgang, wir haben aber auch schon den 22er, das ist auch richtig toll wieder. Tolles Weingut, wenn ihr in der Gegenzeit fahrt, unbedingt vorbei. Schaut euch die Weinberge an, die sind richtig, richtig spannend, weil das so riesige Kiesel sind, also ganz, ganz anders wie bei uns. Lohnt sich auf jeden Fall. Die arbeiten auch richtig toll. Die haben auch Chardonnay-du-Papes, die haben Lirax, die haben normale Côte d'Irons. Also wirklich ganz, ganz tolles Weingut. Bin total begeistert von denen und die Qualität ist jedes Jahr fantastisch. Die Söhne machen jetzt auch ein paar Naturals. Haben wir auch schon probiert, sind auch spannend. Muss jeder selber wissen, ob es ihm schmeckt oder nicht, aber die klassischen Sachen, die sind wirklich fantastisch im Preis-Leistungs-Verhältnis auch. Und in dem Sinne, Cheerio, macht's gut und viel Spaß damit.